Ich bin Ueli Kestenholz aus der Schweiz. Ich habe schon fast 15 Jahre als Snowboard-Profi verbracht. Zuerst Wettkämpfe, Olympische Spiele, Weltmeister und so weiter. Bin dann mit dem Bora-Cross das letzte Mal 2006 Olympische Spiele mitgefahren und habe danach eigentlich wirklich Bock gehabt, mehr zum Freeriden mit dem Snowboard. Und habe eigentlich fast per Zufall habe ich das Speedriden gesehen, eine Mischung zwischen Fallschirm, Gleitschirm und Freeriden. Und ich war schon seit ein, zwei Jahren am Fallschirmspringen und für mich war klar, das ist der Wahnsinn, diese Sportart. Auf einmal Freeriden dreidimensional, also du kannst Berge fahren, die du sonst nicht fahren könntest, mit Hilfe vom Fallschirm. Und für mich war das klar, das ist meine Sportart. Ja, Speedriding ist eigentlich so entstanden, dass man, da waren Fallschirmspringer, die haben halt ihre kleinen, schnellen Schirme versucht zu Fuß zu starten, im Sommer je nachdem, und sind dann wirklich steile Hänge runtergerannt und kaum vom Fleck gekommen. Dann haben die halt schnell mal die Idee gehabt, das geht auf Skiern viel leichter, weil du halt einen guten Speed hinbekommst auf Skiern, hebst dann ab und dann kannst du eben mit dem schnellen Schirm dem Gelände entlang fliegen und wieder reinlanden. Und das Ganze wurde dann weiterentwickelt, dass quasi es nicht nur darum geht, die Skier zum Starten und Landen brauchen, sondern wirklich, hey, wieso nicht zwischendurch mal reinlanden, in ein schönes Schneefeld fahren, über den Fels wieder fliegen. Und so ist es irgendwie bis zum heutigen Speedriden hat sich das entwickelt, wo wir, wenn möglich, irgendwo 90% von der Zeit am Boden bleiben, wirklich steile Hänge mit Powder Freeriden und dann effektiv nur über die Gletscherspalten, über die Felsen, eigentlich die unüberwindbaren Hindernisse brauchst du einen Fallschirm und dazwischen bist du voll am Freeriden. Und so ist die Sportart für mich heute, also wirklich so dreidimensionales Freeriden. Ich bin ja in beiden Welten daheim, das Freeriden, wenn ich in Alaska oder auch irgendwo in den Alpen halt mit dem Snowboard unterwegs bin, mir einen Berg anschaue und die Linie überlege und dann die Linie auch fahren muss und da muss es oft einfach 100% stimmen. Beim Speedriding ist es ziemlich ähnlich, also du überlegst dir die Linie auch genau vorher, auch was hast du für einen Gleitwinkel mit dem Schirm, wo kann ich fliegen, wo will ich fahren. Aber du hast dann irgendwie so diese Sicherheit vom Schirm, dass du, wenn es irgendwo eng wird, kann ich eigentlich meistens wegfliegen mit dem Schirm. Und das ist eigentlich so die Grundvoraussetzung, dass das Gelände, die ist eigentlich oft steiler als mein Gleitwinkel vom Schirm. Und entsprechend, wenn ich will, kann ich auf dem Schnee fahren. Und wenn es nicht mehr passt, irgendein Hindernis ist vorne, ich bin nicht mehr genau auf der Linie, könnte ich eben auch wegfliegen. Das gleiche mit Schneebrettern, Lawinen, hast du auch eine gewisse Sicherheit, wobei das nur so ist, solange sicher ist, dass du schneller bist, dass du wirklich noch wegkommst. Wir haben auch schon Sachen erlebt, wo Leute wirklich beim langsamen Riden mit dem Schirm auch mitgerissen wurden. Also es ist nicht ganz ohne, man muss wirklich den Respekt vom Freeriden, vom Berg 100% genau gleich haben. Aber meiner Meinung nach hast du etwas mehr Reserve. Unser Film heißt Speedriding Paradise, weil so hat es sich wirklich angefühlt. Dieser Kessel, da hat es einen schönen See, der Öschinensee im Berner Oberland. Und rundherum hast du einfach ein Panorama von Bergen, die sind so 3.500, fast 4.000 Meter, hast du circa 2.000 Höhenmeter, die du fahren und fliegen kannst. Und das Gelände ist so, dass es schon steil ist, aber du kannst das meiste davon fahren. Also es ist wirklich so, um die 45 Grad, vielleicht mal 50, du kannst das fahren, aber hast dann immer wieder gespickt Felsbänder und interessante Features. Und für mich war das wirklich so dieses Amphitheater, dieses Paradies einfach, wo man eine Linie nach der anderen fahren kann. Entstanden ist die Idee eigentlich im 2008. Ich war damals verletzt von einem Snowboard-Unfall, Knie verletzt, hatte Zeit, zu mir neue Lines anschauen. Wir hatten zuvor mit dem Matthias Rothen, mit dem ich Play Gravity, unseren ersten Film gemacht habe, hatten wir Eiger Mönchjungfrau gefahren. Und dann war so die Idee, was machen wir als nächstes? Und auf der Suche, was geht, was ist noch schön bei uns in der Gegend, habe ich eben diesen Kessel gefunden und für mich war klar, da will ich hin und ich wollte das eigentlich dem Matthias sagen und sagen, hey, schau dir mal das an, ich habe das gefunden, weil ich eben Zeit hatte durch meine Verletzung und etwa ja, 3 Tage bevor wir uns treffen sollten, ist der Matthias tödlich verunglückt und das war natürlich schon mal irgendwie der Riesenschock und hat für mich so das Speedriden in dem Moment völlig eigentlich gestoppt, hatte ich keinen Bock mehr und dann erst später, das sind ja jetzt doch 4, 5 Jahre später, ich hatte das immer im Kopf, ich wollte das eigentlich immer noch irgendwie machen und dann habe ich hier diese Lines gefahren, quasi
im Hintergedanken an Matthias, weil ich das mit ihm zusammenreiten wollte. Ich wusste, er war der Pionier, was das Ganze wirklich Skifahren, das Freeriden mit dem Schirm angeht. Das wäre sein Gelände gewesen, seine Lines. Und deshalb habe ich eine von den drei Lines auch nach ihm benannt. Und das Fahren an dem Tag, das war wirklich der Hammer. Es war null Wind oben, also es ist, hast du fast nie auf dieser Höhe keinen Wind. Und wo ich da war, es war wirklich irgendwie nicht ein Wind, es war absolut perfekt. Und das war so quasi, wie wenn er auch da gewesen wäre irgendwie. Es war wirklich sehr speziell und deshalb für mich mehr als nur eine Line oder mehr als nur ein Film, für mich war das wirklich, waren das schöne und sehr wichtige Befahrungen. Ja, es ist für mich natürlich auch klar, dass das Alter, die Jahre ziehen nicht ganz spurlos an mir vorbei. Es war noch so die eine oder andere Verletzung. Ich habe jetzt wirklich 20 Jahre intensiv, praktisch ja, fast 20 Jahre als Profi eigentlich gesnowboardet und viele andere Sportarten auch. Und es ist klar, ich meine, du hüpfst dann nicht mehr so locker einfach die 10, 15 Meter Felsen mit dem Snowboard runter. Und es tönt jetzt blöd, aber mit dem Schirm ist es schon fast etwas für alternde Snowboarder oder so. Weil du kannst eigentlich das Freeriden, ich habe das Auge dafür und es ist quasi jedes Mal, wenn ich irgendwo durchfahre, sehe ich sehe nicht nur Berge, ich sehe Lines, was ich fahren möchte. Und mit dem Speedriden ist es schon so, ich kann eigentlich immer noch das Gleiche machen, aber einfach die fetten Felsen, da musst du dir nicht Gedanken machen, tut das weh oder hat es irgendwelche Folgen, sondern es ist wirklich, du freust dich, du gehst Vollgas auf den Fels, fährst du zu, fliegst mit dem Schirm runter und landest wirklich super sanft auf dem nächsten Stück Schnee. Also insofern würde ich sagen, Speedriden ist schon auch eine wirklich gute Sache für mich. Nicht, dass ich nicht mehr Freeriden würde, ich bin ganz oft und mindestens die Hälfte vom Winter auch mit dem Snowboard unterwegs am Freeriden. Aber wenn es ums Springen geht, wenn es um die fetten Felsen geht, dann nehme ich gerne den Schirm. Schaut immer noch cool aus, macht immer noch extrem viel Spaß, aber ist etwas schonender für den Körper. Und ich denke schon die ganze Fluggeschichte, also ich bin ja auch am Fallschirmspringen, Gleitschirm, Wingsuit fliegen und so weiter. Das ist etwas feiner für den Körper und hast trotzdem eben diesen Speed, diese vielleicht intensiven Gefühle kannst du trotzdem holen. Insofern, ich mache mir nicht zu viele Gedanken oder zu viele Sorgen wegen dem Älterwerden.